Fang und sagt, das ist nicht schlimm. Weil die Menschen sowieso nicht bei euch bleiben können, weil er ist ein Drache, der für alle Menschen hier da ist. Und aber in seiner Brust lodert jetzt das Feuer der Liebe. Und Fangon ist der Meinung, dass all die Menschlinge, die heute hier sind, von diesem Feuer der Liebe auch gut etwas in ihren Herzen gebrauchen könnten. Ist das so? Deshalb würde er es gern mit einer gewaltigen Flamme direkt in eure Herzen tragen. Wollt ihr das auch? Ja, dann macht eure Herzen weit auf. Und gebt Pango noch einmal das Kommando. Wenn ihr da seid, war es nun. Gebt Fangor noch einmal das Kommando. 1, 2, 3, Feuer, Aber das Wildschwein tat ihm so leid,
Da hat er es verschont. Nun gut, diese hatten ein Wildschwein erlegt und begaben sich in die Burg zurück. Und der Knappe folgte. Doch plötzlich bemerkte er, dass er das Schwert im Wald vergessen hatte. Das Schwert! Salmung, den Drachentöter. Der eilte sich an und schickte sich an schnell. Und er fragte das Volk, an den es rannte, wo das Schwert sei. Und sie schickten ihn hierhin und dorthin. Und plötzlich sah er es und war zufrieden, dass er das Schwert holen konnte. Dann sprangen düstere Gesellen aus dem Wald, die ihm das Schwert streitig machen wollten. Und sie wollten ihr das Schwert machen und kämpfen. So, und da kam er heran, Hagen von Tronje. Denn auch er wollte das Schwert haben. Klappe, geh doch mal zur Seite, Klappe! Und Hagen von Tronje ergibt das Schwert. Sehr schön. Kommt ein Recke daher, ein edler Recke, ein stolzer Recke, der auch wahrhaft ritterlich kämpft. Dann schenkt zu eurem Handgeklapper noch ein A. Lasst mal hören, Handgeklapper und ein A. Volk, was war denn das? Habt ihr Zahnschmerzen? Soll ich den Bader rufen? Schenkt den Handgeklapper und ein A. Und die Seite hier drüben, Handgeklapper und ein A. Hervorragend. Und jetzt ihr hier unten. Handgeklapper und ein A! Und jetzt ihr hier, die ganze Seite. Handgeklapper und ein! Und alle zusammen jetzt. Handgeklapper und ein! Wollt ihr die Ritter streiten sehen von? Soll ich sie hereinrufen für euch? Sehr gut, also. Beginnen wir mit dem ersten Ritter. Das Initiative der Ritter von der Ritter ist gerne zujubeln. Sehr gut, Milo, sehr gut. Jawohl, Herr, jawohl. Und nun ein paar Zehn euren Herrenlippen. Seht sich wie von Xanten. Jawohl. Lasst mal schauen, Volk. Aber das kann ja meine Großmutter besser. Knappe, halte mal zwei Ringe auf einen Streich. Jubel! Siegfried!
Bereit für die nächste Drachenreise.